Spiel, wenn du aufgepasst hättest, wüsstest du, dass ich noch gar nicht so viel verbraucht habe. Und das meiste eigentlich sogar schon an Muni so finde. Aber gut, sag mir das nochmal. So nebenbei, so, ne? Kann ja nicht schaden. So, apropos, du musst Muni herstellen und du musst speichern. Na. Auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Okay. Oh, komme ich jetzt? Okay, ich komme dann noch wieder raus. Ich hatte nicht vorgehabt, zuerst zu schießen. Ich hatte nur vorgehabt, mich tatsächlich hier vorher erstmal ein bisschen umzugucken. Weil, wie man gesehen hat, gibt es hier so ein paar nice Sachen, die ich aufsammeln kann. Und die wollte ich jetzt eigentlich nicht liegen lassen, ne? Hier. Einmal kurz Pistole auseinandergenommen. Was im Spiel öfter noch passieren wird. Ja. Oh, ich freue mich schon. Einerseits freue ich mich schon auf den Part mit der Armbrust, andererseits überhaupt nicht, weil da gibt es so einen Gegner. Uiuiuiui, vor dem, ich glaube, das ist der einzige Gegner, wo ich halt wirklich richtig pisst bin. Oh, der ist so nervig. Uah! Das ging meiner daneben. Eieiei. Ah, Tjom, du bist echt ein harter Hund hier. Du machst das schon, du rockst da. Du rockst das. Ja, könntest du mal ein bisschen. Boah, ist das schwer zu lenken. Eieiei, ist das teilweise echt miserabel in der Lenkung. Ich meine, wir sind ein Boot. Wir sind auf einem Boot, wir sind nicht ein Boot. Wäre schlimm, wenn Atium auf einmal zum Boot mutieren würde. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass. Was? Was? Okay, jetzt habe ich euch verstanden. Was? Also es ging jetzt nicht um Verständlichkeitsproblem, sondern. What? Ah ja, okay. Hi. Unser heiliger Vater Sigantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und sieh das Licht der Wahrheit. Ohne Lampe. Friedliche Menschen, stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Ja. Und willkommen. Danke. Ey! Und er sagt, meine PS4 ist eine Sünde. Weil ich meine, die ist Technologie und mit Strom betrieben. Mal gut, dass wir hier so ein scheiß Ruderboot haben. Hi, kleiner Mann. Hi. Oh, voll süße kleine Mädchen. Oder Junge? Nee, ich glaube, es ist ein Mädchen. Ja, ist ein Mädchen. Nastja. Das ist Mädchen. Wo bist du denn? Okay. Durch was? Okay. Och nee. Boah, das ist der Grund. Oh nee. Ja, nee, ist klar. Deswegen mag ich Religion nicht. Also religiöse Fanatiker, nicht Religion an sich. Amen. Das klingt so reingeworfen, so Amen. Gospelchor.
Ja, ich steig mal aus, ne? Ah ja. Okay. Ja, ich komme gerade nicht weiter. Bin gerade hängen geblieben. Ich hasse religiöse Fanatiker. Ja, euer Zarfisches oder was? Oh, nee, ey. Achso, das sind zwei Unterschiede. Okay. Der Herr und der Zarfisch sind zwei... Okay. Ich glaub nicht, dass der so kommt, aber hey, ruft euren komischen Fisch. Ah, ich kann doch meine Waffe wegstecken. Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silanchos hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ah ja. Danke, dass du auch redest. Die Bewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silanchos hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf. Mhm. Hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns drei. Alles gut. Artyom, sie hat recht. Geh zum Boot. Wir werden sie später retten. Keine Sorge. Ja, ja. Anna. Okay. Moment. Wir werden... Oh, Fisch. Stähle unseren Glauben. Denn eine Folter durch Feuer. Okay. Gut. Ah, ja. Hi, Dude. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ah, ja. Seid ihr in Ordnung? Ihr seid in Ordnung. Gut, ich dachte, ihr seid gefesselt und ich müsste euch da rausholen. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Komm raus, du Satansbrot! Komm raus und führe diese Leute nicht mehr in Versuchung! Wo bist du? So, auf dass ich rauskommen und euch alle hinterrücks, naja, in einen tiefen Schlummer führen kann. Ich würde euch gerne eine kostenlose Vollnarkose anbieten. Geht schnell und ich verlange nichts. Naja, fast nichts. Artyom, solange ja? du drin bist, kann ich dir keinen Feuerschutz geben. Ja? Ich treffe mich dann jetzt mit der Frau und dem Kind. Okay. Ich bin sicher, dass du das hinkriegst. Alles ist gut. Ich werde nochmal schnell speichern. Ja. Er muss hier sein. Hast du den Ketzer gesehen, Schwester? Natürlich, dieser Heide. Also hast du ihn gesehen? Wenn man die Einblick
Okay. Okay. Das ist tatsächlich wahr. Da macht man ja gar nicht dazwischenreden, ne? Wenn hier alle so rumlabern. Okay, hier oben gibt's auch noch was. Also wenn ich mal zwischendurch mal ein bisschen ruhiger bin, weil hier ganz, ganz viele Leute reden. Bitte nicht böse sein. Ne, es reden ja genug Leute, warum soll ich dazwischenreden? So, aber mal gucken. Ich werde nochmal kurz schnell speichern. Ne, das ist nichts. Das ist nur ein oller Koffer. Naja, dann. Wenn das ein Befehl von dem Typen persönlich ist, dann kann ich ja nichts mehr dagegen setzen, ne? Das ist dann natürlich was anderes. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich ja natürlich gleich ergeben, ne? Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon vorher gewusst. Idiotenpack, ey. Ja, geh mal schon. Oh du kannst dich auch freiwillig gleich schlafen legen. Also, wenn du das so machst, ohne dass ich da irgendwie intervenieren muss. Dann, ja. Mach das. Leg dich hin und schlaf. Such den. Ich kann seine Gegenwart spüren. Boah. Also der Silanzius, der muss echt ein krasser Typ sein. Der kann spüren, dass ich da bin. Ohne zu wissen, wo ich bin. Verdammt. Genau, was soll das schon sein? Ich werde mal nochmal kurz speichern. Ja. Ja, du speichert übrigens erst. Nastja hat dich angelogen. Wir haben niemanden umgebracht. Ihr Vater... Er ging los, um einen Dämonen zu bekämpfen und starb dabei. Erzähl's ihm, Kusma. Ja, er griff einen Dämon an. Und wir haben hier viele Weisen wie sie, also lasst uns bitte in Ruhe. Okay, also das ist definitiv eine Szene, die hatte ich vorher noch nicht gehabt, aber... Interessant... Wir müssen ihn finden, meine Kinder! Stärke unsere Körper, wie wir unseren Geist stärken. Und nehmen jeden von uns. Okay, das war jetzt interessant. Also eine interessante Szene, die hatte ich noch nicht. Okay, die sind alle da drüben. Was? Was? Oh, was bist du denn?
Oh, ihr seid kleine Kaninchen. Oh, ihr armen Kaninchen. Eigentlich haben sie alle verdient, fast zu sterben. Eigentlich würde ich am liebsten... Och, Menno. Ich würde euch ja am liebsten hier rausholen, ne? Alter, wenn der jüngste Tag kommt, ne? Dann seid ihr jetzt erstmal alle dran, ne? Weil, das, was ihr mit den Kaninchen macht, ne, das wird definitiv zu 100% vom Gott der Kaninchen bestraft. So. Das, bin ich. Gottheit der Kaninchen. Ja. Oh Mann, ich würde euch liebsten befreien. Ja, oh Mann. Ja, ihr seid voll süß. Also ich finde generell Kaninchen süß, ne? Also alle. Da mache ich keine Unterschiede. Aber wir sind auch voll niedlich. Die stehen mir zu dicht beieinander. Sucht weiter, meine Kinder. Er muss hier sein. Okay. Ich mag es übrigens nicht, wenn er dieses Nee kommt. Aber ich find's cool, dass ich auch geduckt alles auseinandernehmen kann. Mhm. Was wollen diese Ketzer überhaupt? Es kommen immer mehr davon. Ja. Eigentlich gar nichts. Sag das doch gleich, als wenn du das nicht schon 500 Mal gesagt hättest, ne? Und ich dich nicht schon zigtausend Mal ignoriert hätte. Meine Güte. Nicht. Also okay, hier ist noch eine dicke Wand. Zwischen mir und ihm. Oh, komm her. Bist der Einzige, den ich erschießen würde. Wer hat gesagt, dass er sich ergibt? Ich ergebe mich. Auch wenn du ein Ketzer bist, vertraue ich auf deinen gesunden Menschenverstand. Nicht schießen! Wo bist du denn? Ich glaube, hier bin ich schon gewesen. Ich glaube, das war der Typ unten, ne? Hallo. Typ, der sich ergeben wollte. Ich ergebe mich. Auch wenn du ein Ketzer bist, vertraue ich auf deinen gesunden Menschenverstand. Okay. Gut. Ich schieße auch nicht. Ich schlag nur nieder. Und ich hoffe auch die ich da oben getroffen habe, dass die auch nicht... Wo bist du? Du vergebender Feind?
Ich hab was gehört, aber... Irgendwie bin ich hier so ein bisschen orientierungslos, weil, ja. Das kommt irgendwie von der Einrichtung, aber irgendwie doch nicht. Ja, ich weiß, dass wir hier durchgefahren sind, ne? Bin ich? Nur nicht schießen! Denn es steht geschrieben, dass wir unseren Feinden vergeben müssen. Ah, hier bist du! Sag das doch! Keine Sorge, ich bin nur das Material. Ah ja! Ich ergebe mich! Ja? Ja. Hab ich mitbekommen. Ich glaube, so ab so einer gewissen Zahl, Ich ergebe mich. Nur nicht schießen. Denn es steht geschrieben, dass wir unseren Feinden vergeben müssen. Wo bist du denn? Irgendwo lebt hier auch noch so ein Typ, der will sogar erschossen werden. Ich ergebe mich. Aber den werden wir auch nicht erschießen. War das hier? Ich glaube, es war hier. Er sagt so, ja, hier, komm, erschieß mich. Komm schon. Ich so, nö. So ein... Nicht verletzen, Run. Hey, man sagt, du betest den Teufel an. Ja? Stimmt das? Kannst du mir das beibringen? Was? Ich bin bestimmt ein guter Lehrling. Ein sehr, sehr guter. Was? Komm schon, bring es mir bei. Okay, damit habe ich jetzt wieder nicht gerechnet. Meine Güte. Folgst mir jetzt doch nicht etwa, oder? Sehr komischer Kauz. Okay. Ich bete nicht den Teufel an. Ich benutze nur sowas wie eine Taschenlampe. Schon mal von gehört? Ah, kostenloses Material. Ich meine, normalerweise soll man sich, glaube ich, hier durchschleichen. Und es nutzen, aber gut. Auch mal mitnehmen. Nehmen wir auch nochmal mit. Gab es hier nicht noch Häuser? Da sind wir jetzt gewesen, aber ich meine, auf der anderen Seite waren auch noch Häuser. Versuchen wir mal rüber zu gehen, ne? Gehen wir mal rüber. Da ist das Boot, das wir nehmen sollen. Aber wie gesagt, ich glaube, auf der anderen Seite sind auch noch Häuser. Da würde ich mich tatsächlich auch noch gerne mal umgucken wollen. Ja. Oh. It's geschlossen. Okay, ich glaube, hier auf der Seite ist doch nichts. Nee, hier ist nichts. Okay. Dann können wir jetzt, zum Boot aufbrechen, denke ich. Das ist eine tolle Idee. Falscher Pick. Einmal hier lang. Genau. Einmal hier das Boot runterlassen. Hier gibt es mehrere, tatsächlich Ansammlungen. Aber es kann auch woanders gewesen sein, also. Es ist nicht die erste und nicht die letzte Sekte, die wir treffen. Genau. Schultertasten, ich habe schon wieder vergessen. So. Ah, ich dachte, das ist ein Vögelchen, aber... Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hast da drin ganz schön gewütet. Na gut. Artyom, Katja und Nastja sind jetzt bei mir. Wir sehen uns an Bord der Aurora. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du geradewegs dorthin rudern. Okay. Dann rudern. Ah ja! Gar nicht auf die Karte achten brauchen, weil ich.
Okay. Ja, die Waffe ist anscheinend nicht... Ja. Nicht sauber genug gewesen. Da! Da! Ich kann doch nicht schwimmen! Da! Hilf mir! Hilfe! Hilfe! Ah! Nein! Uff, das war eine gute Strömung. Ah. Ich meine, der Zahnfisch ist jetzt... Nein, das ist der Zahnfisch. Ist jetzt nicht so... Ja, ne? Aber trotzdem war das doch ein bisschen... Also die Cutscene ist ein bisschen, ja. Hat mich als Wache vorgeschickt und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Okay. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Okay. Du hast die Besatzungstruppen nicht gerade friedlich mit heiligem Kreuz und Gebet unterworfen. Anna hat bereits von dem Kult berichtet. Mhm. Wie wäre ist das jetzt positiv aus? Oder negativ? Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen. Ich meine, ich habe nicht geschossen. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Da habe ich wohl Pech gehabt. Ja. Habe ich jetzt Warum positiv oder negativ? Immer die tollen Einsätze. Der Oberst kritisiert dich und so, aber gibt dir trotzdem die besten Aufgaben. Zeigt er dir so sein Wohlwollen oder versucht er dich umzubringen? Tja. Aber ich finde das nicht fair. Da werde ich aus Moskau gezerrt und wofür? Um den Ofen zu befeuern und mit einem albernen Fernglas im Matsch zu hocken? Ja. Weil es ist, andere sollen ja eigentlich Strafen sein. Das Flugzeug dort. Lass mir da einfach was liegen. Ich vermute, ich werde länger bleiben müssen. Die Schrimps bereiten mir allerdings Probleme. Hä? Ich wünschte, ich könnte diesen Catfish irgendwie dazu überreden, die vielen Wasserwanzen zu fressen. Wie hat Mowgli eigentlich mit den Tieren gesprochen? Glaub mir, mit dem Catfish willst du, Zerfisch willst du nicht reden. Du und ich. Ist dir das aufgefallen? Okay. Tja, ich schätze, du musst jetzt wohl gehen, Artyom. Ja, das... Ich spüre schon, wie das Fernglas deines Schwiegervaters uns gleich zu Salzsäulen erstarren lässt. Ja. Gut. Nee, was wollte ich eigentlich sagen? Ja. Nee, doch nicht. Oh, ein Kaninchen. Wir werden natürlich erstmal... Oh, Mikro. Hier zum Fragezeichen gehen. Und ja. Wie gesagt, also der Zahnfisch ist eigentlich gar nicht mal so gruselig. Aber die Szene ist halt... Oh ja, das waren tatsächlich die Kaninchen, die so gefiept haben. Meine Kaninchen haben noch nie solche Geräusche gemacht, aber gut. Ja, aber ansonsten ist das Vieh eigentlich recht, harmlos. Im Gegensatz zu dem, wo ich halt wirklich Schiss vor hab. Gibt's halt noch so ein Viech. Einmal hier runter. Gehen wir mal kurz hier rein. Mit. Soll ich wieder aufsetzen? Maske oder? Wegen Geigerzähler? Nö, es scheint noch im grünen Bereich zu sein. Okay. Hier können wir auch mal ein bisschen Licht machen. Ich hoffe ja, dass keine Feinde in der Sicht sind. In der Nähe sind, wollte ich sagen. Okay. Oh! Ich fühle mich so dumm. Ich hätte auf dem Feld landen müssen. Mhm. Aber wir flogen noch. Und es schien, als hätte es noch eine Weile so weitergehen können. Mhm. Aber welchen Unterschied macht das jetzt schon noch? Wir kommen nicht mehr nach Moskau, so viel steht fest. Mir ist es scheißegal, ich bin alleine. Aber die anderen, sie haben dort Verwandte. Und vielleicht, es ist 10 Jahre her, aber vielleicht leben sie noch. Wer auch immer, wir müssen uns hier jetzt ein neues Zuhause aufbauen. Wir leben hier noch. Die Brücke scheint ein netter Ort zu sein. Per Zug weiter nach Moskau reisen. Ah ja. Tja, anscheinend wohl nicht. Wir müssen es wohl abwarten.
das Bein weh, wenn ich das immer so anwinkel, aber irgendwie, ja, habe ich meinen Sitzplatz hier ein bisschen doof zum Fernseher gerichtet. War halb verdreht. Cool. Ah, okay. Das ist eine Verbesserung für meine Ausrüstung. Sehr nice. Kann ich gut gebrauchen. Hier haben wir noch ein Buch. Das kann ich lesen. Okay. Oder kann er nicht lesen, Artyom. Ist wahrscheinlich schon zu verschwommen, die Schrift. Unleserlich, unkenntlich gemacht. Ja, aber hier. Ja, gut. Oder auch nicht. Gehen wir nochmal hier hin. Wollen nochmal was gucken. Nicht so. Aber hier scheint nicht mehr wirklich was zu sein. Bis auf ein paar Gegner. Ja gut. Dann einmal kurz Karte. Und nach... Ja, genau. Ich versuche mal mit Kreis die Karte zu schließen, aber funktioniert nur so semi-gut, wie man sieht. Ich lauf mal, ne? Oh ja, schön. Ah ja, stimmt. Ich habe ja nicht so einen Endless Running Mode und dann pocht immer das Herz so laut. Da war ja was. Kann ja gar nicht in unendlich rennen. Vielleicht mal öfter mal schleichen. Okay. Gut. Nee, dann kommen wir ja gleich, denke ich mal, bald zu einer Bergbank. Du lebst. Hier. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Was? Was denn? Lass uns gehen. Papa spricht gerade mit Katja. So viel war da nicht. Die haben sich ergeben. Sowohl Katja als auch ihre Tochter. Und Katjas medizinische Ausbildung könnte nützlich sein. Definitiv. Und da hat noch jemand Interesse. Danke für die Informationen, Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Ja? Natürlich. Ja, hier. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Hä? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe. Okay. Artyom, einen Moment. Ja. Achso, okay. Gut, ich soll dir folgen. Vielen Dank. Ohne dich wären wir diesem Ort nie entkommen. Ach, schön. Wir waren so damit beschäftigt, nach dir zu suchen. Und dann holte Anna uns ab. Ja. Ja, Onkel Artyom. No. Und deine Frau ist echt klasse. Sie ist oh, total stark. Voll süß. Danke sehr, Tante Anna. Ihr seid beide voll ja, süß. Bitte, ich sag ja immer, dass du froh sein kannst, mich zu haben. Hier. Wir können alle froh sein, Anna zu haben. Sie ist extrem cool. Genau, Tokarev. Jetzt wünschte ich nur noch, dass deine Mama auch mit uns kommen kann. Mit einer echten Krankenschwester könnte uns niemand mehr aufhalten. Mhm. Stepan heißt er, genau. Katja, Nastja, nehmt euch etwas Tee. Nicht so schön. Ich will auch Tee. Im Ernst. Also reich mir den durch den Bildschirm. Ich nehme gerne Tee. Milch und Zucker bitte. Katja, ach. Wo kommt ihr her? Ja, Moment. Vom südlichen Ural. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass es an der Wolga einen tollen Ort geben solle. Also brachen wir auf. Aha. Okay. Ich höre eure Gespräche nur zu. Hier früher sehr schön gewesen. Mhm. Bist du mit deinem Mann hergekommen? Wir waren 15. Aber nur Nastja und ich haben überlebt. Das tut mir leid.
Hey, warum bist du so traurig? Schmeckt dir der Tee nicht? Doch, schon. Ja. Als der Gargoyle angriff, verlor Nastia ihren Teddy. Das Biest nahm ihn einfach mit. Hat wohl gedacht, er sei lebendig. Oh. Oh, keine Sorge. Wir werden deinen Teddy schon finden. Ich werde ihn finden. In Moskau nennen wir sie Dämonen und ihr nennt sie Gargoyles. Na ja, passt ja auch viel besser. Ich frag mich schon, woher diese Dinger gekommen sind. Tja, die Strahlung, chemische Waffen und so. Die Natur hat sich verändert. Das stimmt. Ja, der ganze Planet ist jetzt hinüber. Nicht der ganze. Kein Wunder, dass Silantius die Leute hier so in der Hand hat, wenn sie solche Dinge tagtäglich sehen. Das stimmt natürlich. Arme Tröpfe leben in der Dunkelheit und sterben auch so. Von Krankheiten geplagt. Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Aber Silantius wollte nichts davon hören, dass ich alle behandle. Er sagte, Gott holt sich, wen er will. Silantius kümmert sich nur darum, ihre Körper an die Fische zu verfüttern, sobald sie tot sind. Er sagt, dass das ihr sicherer Weg in den Himmel sei. Ich versuchte ihnen zu helfen, aber nein, das ist eine Sünde. Ja. Dann hat er uns in diesen Turm eingesperrt. Und eine dumme Taschenlampe hat alles nur noch schlimmer gemacht. Onkel Kress hat mir die Taschenlampe gegeben. Aber Silantius ist wütend geworden und hat sie kaputt gemacht. Oh, armes Mädchen. Das hat er. Und dann hat er Kress verflucht, sodass er sich am Hafen verstecken musste. Den werden wir auch noch suchen. Von Tiermenschen. Daher kann Silantius ihn dort nicht erwischen. Ja. Er wollte auch, dass Mami ihn heiratet. Aber sie wollte nicht. Er ist alt und fies. Bah! Oh. Ja. Das Evangelium der verdammten Fische sagt nichts über Heirat. Ich hatte Glück, meine Tochter beschützen zu können. Dieser irre Typ. Er ist so. Bringt ihr uns von hier weg. Bitte. Natürlich. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Ja, ich weiß, er wartet, aber ich höre ihr zu. Okay, ich glaube, das Gespräch ist dann beendet. Und du redest nicht mit mir, okay. Sorry. Gut, Gesprächszeit. Katja ja. Hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Mhm, aber... Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Ja, das weiß ich schon. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Nee, der ist nur Zugführer, ich weiß. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Okay. Und dann kommst du sofort zurück. Mach ich. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Ach, lassen wir die hier. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Okay. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Okay. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Jo. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Oder gar keine. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Okay. Verdammt. Hi. Wie soll ich das bloß hinkriegen? Das frage ich mich auch. Ich könnte den Zylinder ja austauschen, aber ich habe keinen Ersatz. Also ich leider auch nicht. Ich muss den hier reparieren und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Normalerweise braucht man eine ganze Werkstatt, um so etwas zu reparieren. Das glaube ich. Du gehst also zum Hafen, um diesen Mechaniker zu suchen? Ja. Bitte, gib dein Bestes, denn ansonsten sitzen wir hier womöglich fest. Das glaube ich auch. Habe ich eigentlich, habe ich nicht, ne? Ein Fernglas habe ich nicht, ne? Hätte ich eins finden müssen? Hi, Artyom. Hi. Hallo, Artyom. Du warst großartig. Zumindest sagen sie das alle. Ach, Aljoscha. In der Zwischenzeit haben wir uns hier verschanzt.
haben auf die Besatzungstruppen gewartet, aber die nicht kam. Gab's nur Geflügelte und Vierbeiner. Wir scheinen für sie nicht so interessant zu sein. So kann man es auch sehen. Ach, und in der Ferne ein paar Interessant. Zum Hafen? Da ist niemand. Zumindest habe ich dort keine normalen Menschen gesehen. Aber Mutanten gibt es da schon. Ich weiß. Sei also vorsichtig. Vorsichtig, Artyom, die Geißel der Schwarzen. Ey! Knöpf sie dir vor, Artyom! Die können nur hoffen, schnell genug zu entkommen! Naja, vielleicht. Wenn ich nicht renne. Oh Gott, jetzt habe ich mich verschluckt. Wenn ich nicht rennen muss. Artyom, gehst du zum Hafen? Ja? Ich muss jetzt Aljoscha entlasten, also kann ich nicht mitkommen. Okay. Jetzt ist doch tatsächlich die Aufnahme abgeschmiert. Ich war hab noch gedacht, oh ja, muss jetzt auch demnächst so, ne? Jetzt gucke ich mal, wo ich rauskomme. Und werde das dann hoffentlich richtig zusammenschneiden können, wo er gespeichert hat. Nicht, ich habe jetzt schnelles Laden genommen. Da wird er den letzten Speicherpunkt nehmen, der gespeichert wurde vom Spiel. Hoffentlich nicht meinen letzten Speicherpunkt, weil so viel nachspielen möchte ich dann doch nicht. Schluck trinken. Hafen? Ich muss jetzt eine Lusche entlasten, also kann ich nicht mit. Achso. Hier hat er gespeichert. Okay, gut. Na, also wenn ihr das jetzt doppelt hört mit Ladescreen und so, dann, ja. Aufnahme hat abgespackt und ich hab den hier reingeschubst. Ihn hier. Wie gefällt dir der Rucksack? Ja, ist er bequem. Ist bequem. Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Ja. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Oh. Ein TH-Gewehr. Na, klingelt es? Oh ja. Ein Luftdruckgewehr. Aber es hat trotzdem Wumms. Sehr schön. Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Sehr nice. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Gut. Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Dankeschön. Also, trage es mit Ehre. Ja. Ja. Ach, du bist Tokarev, genau. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es noch verbessern kann. Okay. Genau, hier. Er hier hat Interesse an ihr, nicht Tokarev. Also, aber was? Ah ja. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Interessant. Jetzt muss ich nur mal kurz das gucken. Ja, ich komme hier. Dahin, okay. Ah! Schon wieder. Bin echt nicht dafür gemacht. Hier war irgendwo eine Treppe, ja. Hier ist die Treppe. Mehr oder weniger. Der Kompass in deiner Notizmappe zeigt dir immer die richtige Richtung. Ja. Ich kann hier auch an Land, soweit ich weiß, darüber gehen. Ja, ne? Ja. Dann machen wir mal Landgang. Ups. Ah, wie gesagt, ich habe da eigentlich gar niemanden abgeschlachtet. Ah ja. Da sind schon die ersten Viecher. Ich werde trotzdem so ein bisschen safe versuchen zu spielen.
Das lief ja jetzt wunderbar. Ja, bevor man hier nachgeladen hat. Okay. Okay, ich bin mal ein bisschen ruhiger während solcher Passagen. Wo? Ah, okay. Diesmal muss ich besser hinkriegen. Eieiei. Ganz schön viel verballert, ey. Ja, ganz schön viel verballert. Achso, ich habe dafür keine Muni mehr. Das muss man mir doch auch sagen. Mach ich mal kurz hier Lager und so, ne? Okay. Oder auch nicht. Dann, verpiss dich oder stirb. Ja. Könntet ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Ey, kaum nehme ich auf. Kommen hier die ganzen Viecher und hast du nicht gesehen? Ich kann mich nicht erinnern, so viele Probleme gehabt zu haben, als ich so für mich selbst gespielt gehabt habe. Ja, Satzbau. Als ich hier alleine, so ohne Aufnahme gespielt habe, hatte ich nicht so viele Probleme. Okay. Ich sehe schon Dinge, ey. Achso, ja, gut. Ich dachte, ich mache nur gerade das Licht aus. Nehmen wir auch mit. Ah, da hinten sind auch wieder solche Viecher. Sehr schön. Nein, ist es nicht. Ah, und die Nase juckt schon wieder. Eine ganze Aufregung hier wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir mal hier irgendwie in die Richtung. Ich glaube, das waren hier die Bunker, ne? Ah ja, hier wollte ich hin. Das ist sehr gut. Hier ist nämlich die Hütte. Hier drin gibt es eine Werkbank, wo wir rein können. Oh ja, ist es dunkel hier. Nee, es sollte eher andersrum. Naja, okay. Okay. Dann können wir jetzt hier wieder das Licht anmachen. Mhm. Ah ja, genau, so kann man pennen. Oh gut, dann machen wir das mal. Ja. Ah ja, okay, gedrückt halten. Ja, anscheinend sitze ich hier für immer fest. Ah ja, der Crest. Mhm. Eine einzige Taschenlampe, die durchgedreht und jagen mich seitdem. Ich muss mich ständig verstecken. Was auf eine gewisse Art auch recht praktisch ist. Man weiß nie, wohin es einen die nächste Nacht verschlägt. Ich kenne die Gegend jetzt wie meine Westentasche. Sie ist wirklich interessant. Zum einen war hier früher ein militärisches Lager. Ich bin allerdings nicht reingegangen. Da scheint lauter Chemie.
doch das große Haus auf der anderen Kanalseite. Scheint schon lange verlassen zu sein. Gibt es da noch etwas Interessantes? Mhm. Ich glaube, da kommen wir auch noch hin. Diesbezüglich werde ich bald was unternehmen müssen. Wie auch immer, das Leben geht weiter. Ja. Und das war's mit Einigkeit. Mhm. Dankeschön. Ja. Einmal den Rucksack aufmachen und. Genau. Eieiei. Genau. Dann gehen wir einmal hier hin. Ah, cool. Das ist ja interessant. Okay. Ja, für die hier ja, ne? Ach ja, stimmt. Ups, da habe ich die jetzt wahrscheinlich auch noch nicht verbessert. Okay. Ja, machen wir mal einmal die Reinigung hier. Okay. Ja. Okay. Ja, das können wir später immer noch. Okay, gut. Das dürfte erstmal reichen. Fürs Erste an Materialien. Ich meine, die haben echt gut gesammelt, ne? Cool. Jetzt zeigt der Kompass halt tatsächlich an, wo wir hin müssen. Krass. Gut. Ja, komm. Wir müssen uns jetzt nicht zum Schlafen hinlegen. Es ist die perfekte Uhrzeit, um loszuziehen. Eieieiei. Muss ich nur gleich gucken, wo ich lang gehe. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier war doch auch noch was. Oder ist es der Weg, wo ich hergekommen bin? Ah ne, da drüben. Genau. Ach so. Alleine seid ihr Feiglinge. Und wann kommt er wieder zurück? Um hinterrücks auf mich loszu... Wieso bin ich so klein? Oder ist das alles hier so groß? Was ich sagen wollte, ist, wann kommt der zurück, um hinterrücks auf mich loszupreschen? Ist halt so eine Frage, ne? Und in dem Teil auch berechtigt. Da, ja. Genau. Ich habe halt nicht immer so die Zeit nachzuladen. Ah, ja. Wieder ein stiller Part. Mir ist definitiv einer hingerannt. Oder gekrochen. Ah ja. Na komm.
Eieiei, immer dieses Umgesetze. Okay.